So, also, ich habe mir das jetzt noch mal ein Video angeguckt, wie das ein anderer YouTuber gemacht hat. Und damit herzlich, noch mal, herzlich willkommen zu SpongeBob. Wir probieren es heute noch mal mit der Larry's Bahn. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Das kann man nicht... Hilfe. So sowieso nicht. Nein, alles gut. Versuchen wir es noch mal. Es kann sein, dass ich euch das jetzt noch mal hinten an den anderen Clip dranhänge. Ich habe erst aus dem einen Nummer zwei... habe ich ja zwei gemacht. Aber ich habe zwei Stellen gefunden, wo er gut abgekürzt hat, wo es tatsächlich möglich wäre. Es sind zwei Stellen dabei. Aber ich versuche es jetzt nochmal. Niemand ist schnell. So, auf geht's, Spongy! Juhu! Ich hoffe es, dass wir die Stellen direkt finden, aber nee. Aber. Und dann bemühe ich. Und so was mal. Sag mal, ich hab nicht noch was, oder? Ernsthaft, du bist jetzt da runtergefahren, mein Freund? So klappt das schon mal gar nicht. Das ist... Naja, probieren wir es doch. Wie gesagt, wir versuchen es. Ich kann es nicht versprechen, dass es auf Anhieb klappt, aber wir probieren es mit unserem Spongy. Aha, eben sind wir hier runter, nämlich deswegen. So, hier geht's lang. So, ich bin jetzt mal ein bisschen schneller sogar als er. Warum stelle ich mich immer so doof an? Mann! Das ist so scheiße so. Aber egal. Wie kriegst du ihn? Aber wenn ich ehrlich bin, Larry, das ist schon krass, dass du so ein Tempo drauf kriegst. Tut mir Gewicht, zieht da unten, etc. Nee. Dummi-dummi-dumm. Ja, jetzt geht's da lang. Wow. Alter Verwalter. Jetzt hab ich gedacht, dass ich die Stelle gefunden habe jetzt. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Das war zu viel. Ich glaube, mich haben... Scheiße. Ich habe die Stelle nicht gesehen. Aber hier wäre die... Das wäre eine der Stellen gewesen. Ja, wir haben uns was... Ich habe mich verzettelt. Ich glaube, ich habe es raus. Tatsächlich. Niemand ist... Also wie gesagt, falls das könnte sein, dass wir jetzt nochmal mal so brauchen, aber ich glaube, ich hab's raus. Wie es geht, wo wir abkürzen können. Ich dachte mir echt, dass ich so viel gerade da habe an der Stelle.
Geschenke öffnen ist klasse. Scheiße, Mann! Niemand ist... Larry, deine Bahn ist kacke. Ja, fall am besten da runter. Das ist immer gut. Das ist niemand immer... Ja, niemand ist besser als ich. Ja, du hast es bestimmt noch nicht auf, du hast es bestimmt noch nicht auf dem fairen Weg gelöst, mein Freund. Bin mir jetzt da ziemlich sicher. Ich stelle mich da aber auch äußerst offen und dämlich gerade an, muss Niemand ich zugeben. Ist. Wie gesagt, mein Ziel ist das Ding heute noch durchzuballern. Jetzt stelle ich mich wieder so dämlich an, weil ich genau die Abkürzung nicht getroffen habe. Ich meine jetzt absichtlich runter. Das spart mir sonst 10 Sekunden fast. Niemand ist schnell. Ja, ich will deine Scheiße schlagen. Ich bin, hab den Ehrgeiz. Ich will dieses Ding haben. Ich will diesen Schatz von mir da. Ich hab dich jetzt Kugel nicht erwischt. War das jetzt irgendwo ein Unterschied? Ob ich die Kugel erwische oder nicht? Nee? Dass ich trotzdem die abkürzen kann oder kann ich jetzt in die, bin ich jetzt raus aus der Nummer? Ich weiß, wo sie ist, aber ich weiß nicht, ob sie. Nein! Ich kann ohne die Kugel abkürzen nicht angehen! Herzhaft! Niemand ist. Oh, wie diese Kacke Rutschbahn haben. Es geht um den Pfannenwender. Ach ja, das sind 10 Sekunden fast, bis ich die richtig nehme. Ich mir hier mal schon mal spare. So, ich muss nämlich die Kugel. Jetzt müssen wir die Kugel mitnehmen, damit wir die Rutschbahn holen. Scheiß auf die Socke. Jetzt gerade zumindest, die kann man ja nochmal holen. Ja, ohne die. So, spare ich mir die Zeit. Fuck. Niemand ist.
Geschenke öffnen ist klasse. Ich wundere, wenn ich mich gerade mal ein bisschen konzentriere. Ich will das Ding hier irgendwie mal ein abschließendes Level. Nein, Mann, warum sprich ich dann nochmal? Niemand ist. Dass du kein Checkpoint hast. Wie gesagt, oder die Kugel kommt hier nicht in die Abkürzung rein. Die scheiß Socke, die lasse ich mir jetzt gerade mal da oben liegen. Das ist jetzt nicht wurscht. Die kann man immer noch holen. Ich brauche aber jetzt erstmal die Scheiße. Ich will jetzt die Aufgabe hier lösen. Ich habe uns da jetzt gerade mal Sekunden geschnappt. Haben sie. Bam, Junge! Oh, ey! Ja, wir haben es ein bisschen das Level ein bisschen verarscht, ja. Haha. Aber wir haben die Aufgabe! Wir haben diese scheiß Dings erwischt! Geschafft! Oh, jetzt muss ich natürlich. So, aber so schafft ihr es. Vielleicht nicht immer ganz auf dem Fernweg, aber wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich die Aufgabe geschafft. Und wie lange diese Folge jetzt geht, können wir tatsächlich das doch hinten an die letzte daran hängen. Dann laufe ich da rein. Da ist der Harry. Glückwunsch, SpongeBob. Du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist ein goldener Pfannenwender. Ganz sauber war das nicht, aber wir haben es geschafft. 37 Pfannenwender. So, wollen wir uns doch die eine Socke schnell holen? Ja, ne? Haben wir nämlich keine Zeit. Kein Zeitlimit. Oh Gott sei Dank, diese Aufgabe jetzt nicht geschafft. Wir denken jetzt mal kurz da. So hier rechts. Theoretisch können wir die auch mit Handy machen, die Aufgabe. Aber hier oben ist doch eine Socke, wenn wir dann hochkommen. Ich hoffe, dass wir. Wollen wir den Checkpoint jetzt? Ich habe nicht am Anfang jetzt, oder was? Doch, natürlich haben wir die am Anfang. Jetzt können wir die Aufgabe auch mit Handy machen, rein theoretisch. Wir haben sie ja geschafft. Haben sie jetzt mit SpongeBob einmal abgearbeitet. Ja, gut, es ist sehr wurscht. Aber ihr habt es gesehen. Wir haben es geschafft. Wie auch immer. Wir haben es noch nicht ganz fair geschafft, aber wir haben sie geschafft und hatten noch ein bisschen Zeit über. Man muss halt die Punkte genau treffen. Man muss halt die eine Abkürzung unten mitnehmen, wo die Kugel reinrollt. Dann muss man hinten nochmal gerade ein Stück, auch nicht ein Stück gerade ausspringen. Und da muss man halt die Aufgabe treffen.
Okay, wisst ihr was, wir beginnen jetzt nicht nochmal mit SpongeBob, aber wir gehen jetzt nochmal mit Sandy an und dann ist es halt möglich wahrscheinlich. Warum das Ding zu machen? Warte mal, habe ich irgendwo eine Bushaltestelle gesehen? Da. Und dann will ich das Thema eigentlich gerne auch abschließen. Auf ihre Muschel durch die Gegend. Na. Ich will diese Scheißsocke haben endlich. Amano! Ich kann es auch hier auch nicht abkürzen mit Spongy. Aber ist ja am Ende wurscht. Wie gesagt, wir haben es geschafft. Wir haben es nicht ganz fair geschafft, das kann ich euch schon mal so sagen, weil anders ist es, glaube ich, halt. Es ist, glaube ich, nicht fair zu schaffen für uns. Dafür ist es einfach zu schnell. Und dafür gibt es diese Abkürzung. Komm, scheiß was. Ach, scheiß auf die eine Socke. Es ist ja meine Wurscht. Raus mit euch. So, jetzt habe ich, dass ich die eine Aufgabe noch gemacht bekomme. Wir machen trotzdem jetzt einen kleinen Break. Ich kann sagen, wie gesagt, dass ich euch die als neue Folge verkaufe. Oder, geh weg, ist mir gut. Aber wie zur Hölle komme ich jetzt an das Ding da oben, ne? Den Haken, den muss ich irgendwie aktivieren. Warte mal, so geht's nicht. Ganz, zumindest nicht sauber. Oder muss ich gleich? Was du nicht sagst. Tja, es muss einen Weg nach oben geben. Ach, das. Ah, okay. Das machen wir trotzdem dann in der nächsten Folge.